B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild des geraden Prismas ABCDEF, dessen Grundlage das gleichschenkelige Dreieck ABC mit Basis AB ist. M ist der Mittelpunkt der Strecke AB. Es gilt, CM sind 8 cm, CF 11 und AB 10 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnet das Schrägbild des Prismas ABCDEF mit der Strecke FM, wobei die Strecke CM auf der Schrägbildachse und der Punkt C links von Punkt M liegen sollen. Für die Zeichnung gilt Streckfaktor Größenhalb und Verzerrwinkel Omega 45 Grad. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke FM und das Maß des Winkels CFM. So, erste Aufgabe, Schrägbild zeichnen, haben wir hier oben in der Ecke ja schon drin. So soll es am Schluss aussehen. Wir fangen immer mit der Schrägbildachse an zu zeichnen, also mit der Strecke, die auf der Schrägbildachse liegt. Das steht irgendwo immer im Text. Und hier heißt es, die Strecke CM liegt auf der Schrägbildachse, mit der fangen wir also an. Hier oben können wir noch ein bisschen beschriften, CM mit 8, dann haben wir noch CF mit 11 und AB ist im Original 10 cm lang. Okay, fangen wir an mit CM. Wir brauchen ausreichend Platz. Ja, von links nach rechts geht es mehr als 8 cm und nach oben sind es auf jeden Fall mehr als 11 cm, da wir ja ein bisschen noch einen Platz einkalkulieren müssen, weil das A und das E ja drüber hinaus bzw. drunter geht fürs Zeichnen. So, also Schrägbildachse anfangen. Das war die Strecke CM mit 8 cm. Geodreieck nehmen, 8 cm abmessen. Dann haben wir hier Punkt C und Punkt M. Was machen wir als nächstes? CF können wir zum Beispiel einzeichnen mit 11 cm nach oben. So, und dann, das war der Punkt F. Und, da war es ein bisschen unsauber. Und dann kann man FM auch noch verbinden, die soll ja auch eingezeichnet werden. Gut. Wo haben wir es? Zeichnen das Schrägbild und die Strecke FM, genau. So, als nächstes gehen wir mal an die Strecke AB. Hier sieht man schon, die liegt so schräg drin, deswegen heißt es auch Schrägbild. Hier kommt dieser Verzerrwinkel Omega ins Spiel, nämlich von der Grundfläche wird im Prinzip so ein 90-Grad-Winkel durch einen 45-Grad-Winkel ersetzt. Ja, das hier sind die 45 Grad des Omegas, der war vorher 90 Grad, weil ja AB tatsächlich senkrecht zur Strecke CM liegt. Ja, wenn ich mir jetzt nur die Grundfläche ABC anschaue, ist es ja ein gleichschenkliges Dreieck, wie im Text beschrieben. M ist der Mittelpunkt. Und jetzt wird diese Strecke hier hinten, die Strecke AB, die wird so in den Raum reingedreht. Ja, dieser 90, ja, andersrum muss ich sagen, zeichne ich schnell nochmal, Punkt M. So, dieser 90-Grad-Winkel hier bei Punkt M, der wird durch einen 45-Grad-Winkel ersetzt. Und deswegen wird das hier so schräg reingelegt. Um die Schräge noch ein bisschen deutlicher zu machen, gilt auch, dass diese Strecke, die so gedreht wird, die so schräg reingelegt wird, noch mit diesem Streckungsfaktor Q multipliziert wird. Ja, also im Original ist 10 cm lang. Multipliziert mit Q ist sie nur noch 5 cm lang in der Zeichnung. Im Original ist sie natürlich immer noch 10 cm lang. Also für die Zeichnung gilt, bei Punkt M Geodreieck anlegen. Da haben wir oft die Hilfslinien drin, die die 45 Grad anzeigen. Und jetzt gilt die Strecke, die ist ein bisschen zu lang geworden, die Strecke AB soll ja also im Original 10 cm lang sein. Mit Q multipliziert sind es 5 cm, das bedeutet 2,5 nach rechts oben und 2,5 nach links unten. Und dann haben wir unsere Punkte A und B. Das wird jetzt noch mit Punkt C verbunden, kann man auch gern stricheln, die nicht sichtbar sind. So, und jetzt brauchen wir oben auch noch, das ist ein Prisma, oben braucht man die Deckfläche. Man kann im Prinzip genau das gleiche wiederholen, was man unten gemacht hat. Die CM wird oben abgetragen, also wie viel waren es? 8 cm nach rechts. Dann können wir ja gleich dann hier diese Strecke verbinden. Ist die oben eingezeichnet? Nee, die gibt es oben im Prinzip. Egal. Kann man trotzdem nehmen. Hat jetzt keinen Punkt. Falls wir ihn später brauchen, einfach benennen. Weil von diesem Punkt aus können wir jetzt wieder mit den 45 Grad arbeiten. 2,5 nach rechts oben, 2,5 nach links unten. So, F, G,
H. Jetzt noch die Eckpunkte verbinden. So, haben wir oben, dann noch H und B verbinden. Und zum Schluss noch G und A verbinden. So, man hätte jetzt auch von zum Beispiel von A 11 cm einfach nach oben zeichnen können, hätten wir auch den Punkt B G bekommen. Also diesen Punkt hier oben braucht man nicht zum Zeichnen, aber hat es bei mir recht deutlich vereinfacht. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. So, ich mache noch mal ein bisschen kleiner. Machen wir alles überflüssig wieder weg. So, heißt jetzt noch, berechnen Sie so dann die Länge der Strecke FM und das Maß des Winkels CFM. Gehen wir jetzt auf FM, schauen wir uns an. Ja, vielleicht schreiben wir noch die Größen rein. 11 cm, das hier unten waren 10 cm und die CM waren 8 cm. Haben wir alles? Jawohl. So, wie kann ich jetzt die FM berechnen? Hier haben wir einen rechten Winkel drin, weil FC senkrecht über CM liegt, über den Punkt C liegt. Ist ja ein gerades Prisma. Ja, FM berechnen. Wir schauen uns das Dreieck, ein Dreieck an, in diesem die Strecke FM drin liegt. Das ist zum Beispiel das Dreieck MFC. Hier mal ganz grob markiert. Jetzt gilt die Überlegung: Ist das Dreieck rechtwinklig? Ja, nein. Ja, es ist rechtwinklig, also funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Was haben wir gegeben? Wir haben zwei Seiten gegeben und die FM ist die Hypotenuse. Ja, liegt gegenüber vom rechten Winkel. So kann man die Hypotenuse schnell erkennen. Und die beiden Katheten sind gegeben. Das ist ein klassischer Pythagoras. Also gehen wir in Formelsammlung zum Satz des Pythagoras, falls man den nicht auswendig kennt. Der steht hier mit in der allgemeinen Form drin. So, jetzt. A² plus B² gleich C². Hier muss man aufpassen, wir haben eigentlich kein ABC in diesem Dreieck. Ich sage immer, kurze Seite Quadrat plus kurze Seite Quadrat ist gleich lange Seite Quadrat. Oder Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat gleich Hypotenuse Quadrat. Und genau das müssen wir jetzt aufstellen. Also für FM gilt FM zum Quadrat. Also Hypotenuse-Quadrat ist gleich Kathete-Quadrat plus Kathete-Quadrat. Die Größen einsetzen. 8, MC, doch, das war die untere. 8² plus 11². So, wie löst man das auf? Entweder mit einem Solver auflösen oder, da wir ein Quadrat haben, kann man auch im Prinzip die Wurzel ziehen. Dann ist man ein Stück schneller. Oder was heißt schneller? Man hat vielleicht schneller geschrieben und eingetippt als jetzt im Solver. Wurzel aus. 8² plus 11². So, das tippt mein Taschenrechner ein, beziehungsweise hier oben haben wir eigentlich schon auch die Lösung stehen. Das sind die 13,60 cm. Gut, FM haben wir berechnet. Wir brauchen noch einen Winkel. Mache ich das mal wieder raus. So. Und zwar der Winkel CFM. Wo ist der CFM? Also der hier oben. Dieser Winkel, sondern berechnet werden. Gleiches Spiel. Wir sind nach wie vor im rechtwinkligen Dreieck. Was haben wir gegeben? Die Gegenkathete vom Winkel, ja, liegt gegenüber und die Ankathete vom Winkel. Müssen wir wieder nachschauen. Ja, steht ja im Prinzip hier gleich in der Formelsammlung auf der gleichen Seite, welcher dieser drei Sätze gilt. Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras. Bei Pythagoras können wir keine Winkel berechnen, deswegen lassen wir den außen vor. Sinus, Cosinus, Tangens, welche arbeiten mit Gegenkathete und Hypotenuse? Das ist der Tangens. Das muss man sich im Prinzip, ja, als einfaches auswendig merken, dass Tangens Gegenkathete durch Ankathete ist. Man sieht es vielleicht auch in der kleinen Zeichnung hier drin. Alpha gegenüber liegt A, B ist die Ankathete. Ja, da kann man sich schnell herleiten. Gut, schreiben wir es auf. Der Winkel C. FM, Tangens vom Winkel CFM ist gleich Gegenkathete, das war die CM und Ankathete war die CF. So, setzt man bekannten Größen ein. Tangens Winkel CFM ist gleich CM waren 8, die anderen waren 11. Das kann man sich mit dem Solver auflösen oder mit Tangens hoch minus 1 berechnen. Dann folgt daraus, Winkel CFM ist gleich Tan hoch minus 1
von 8 durch 11. Ja, und das sind die, Winkel steht ja wieder oben dran. Na, mag gerade nicht hochfahren. Jetzt. Der Winkel steht hier oben mit 36,03 Grad. Das ist genau der gesuchte Winkel. Ja, erste Aufgabe erledigt.